Hallo Fans und Freunde der Vienna. Heute geht es wieder auf die hohe Warte zum nächsten Heimspiel. Heute spielen wir gegen die Stadt Lau Nachwuchsmannschaft. Ja, ich hoffe, es wird ein so spannendes Spiel wie letzte Woche beim Spiel gegen Red Sub Benzing. Ein Torfestival, ordentlich gespielt, gut gewonnen. Wetter ist gut, ich hoffe, es gibt genug Fans, die heute mitkommen. Aber bevor es rausgeht auf die hohe Warte ins Stadion, gehe ich mit euch in die Obkirchergasse zum Street Food Festival. Los geht's, schauen wir uns das an. Kammern Vienna. Also das Streetfood Festival in der Obkirchergasse, gibt es gute Sachen. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Für mich geht es aber jetzt ab ins Stadion, vor allem schon. Also, kommen wir einmal. Liebe Freunde der Vienna, übermorgen am kommenden Freitag findet ja das Freundschaftsspiel gegen den Wiener Sportclub statt. Aber schon im Vorfeld gab es einige Meinungen über dieses Match, warum das überhaupt stattfinden muss, jetzt in der fünften Liga, über den Titel des Derbys. Nun, mich stößt auch schon einiges sauer auf. Mir zum Beispiel wurde von der Vereinsführung gesagt, dass ich eigentlich gar kein Vienna-Fan bin. Dass Fans Fanatiker sind und Fanatiker sind schlecht und schaden dem Verein. Ich verstehe euren Unmut, ich verstehe eure Meinung, ich verstehe eure Unzufriedenheit. Was ich nicht verstehe, ist die Verwunderung über das Verhalten der Vereinsführung. Seit einem Jahr sehen wir, dass dem Vienna-Fan kaum Sympathie entgegenkommt, kaum Liebe gegeben wird. Speziell von der Geschäftsführung kommt kaum Empathie. Ich würde trotzdem appellieren, versuchen wir einen freundlichen, einen positiven, einen friedlichen Support zu geben. Versuchen unsere Mannschaft zu unterstützen, so gut wir können. Versuchen einen positiven Dialog zu führen mit der Vereinsführung. Es wird Möglichkeiten geben, dass wir unsere Meinung sagen und wie wir unsere Meinung sagen. Aber jede Entgleisung, jede negative Aktion steckt im Kollektiv auf uns Fans zurück, spielt solchen Leuten in die Karten und
zerstört jede Möglichkeit unserer Ausdrucksform. Versuchen wir, eine positive, aber auch eine sehr kritische Meinung gegenüber unserem Verein zu haben und aufzubauen und zu kommunizieren, und versuchen wir introspektiv einen Weg zu finden, um hier eine positive Gemeinschaft zu bilden. Unterstützen wir unsere Mannschaft, versuchen wir individuell uns auszudrücken, versuchen wir uns aber auch gegenseitig zu helfen und auch zu unterstützen, versuchen wir einen Dialog zu führen untereinander, damit wir gestärkt als supportende Einheit unseren Verein auch zu helfen. Ich hoffe, wir sehen uns recht zahlreich am kommenden Freitag bei dem Freundschaftsspiel. Unterstützen wir unsere Mannschaft. Ich hoffe, wir haben einen schönen, positiven und angenehmen Fußballnachmittag. Und wie heißt es im Buddhismus so schön? Alles, was ich nicht beeinflussen kann, soll ich loslassen. In diesem Sinne, Carmen Vienna.